freue mich, dass so viele Leute da sind und dass hier die Leute so schreien, ist schon krass. Es war ein Traum, mit Matthias zu arbeiten, weil Matthias so entspannt war. Ist schon irre. Ach, der hat das so gut gemacht, der ist so ein super Schauspieler und er ist auch wirklich, wirklich ein toller Regisseur. Das ist schon toll. Der perfekte Mann kann ziemlich gut Auto fahren. Dass er weiß, was er will. In der heutigen Zeit ist einfach nur wichtig, dass man selbst ist und man ehrlich ist. Wenn Männer zu ihren Gefühlen stehen. Der perfekte Mann muss eigentlich alles können. Wenn ich mir eigene Rollen schreiben will und eigene Filme machen will, dann ist das der Schritt, den ich tun muss, um nicht immer zu warten auf die richtigen Bücher oder so. Und jetzt habe ich den Schritt getan. Ich glaube, dass jeder Schauspieler irgendwie über kurz oder lang Interesse hat, irgendwie die Seiten zu wechseln, weil man natürlich auch gerne Stoffe erzählen möchte, die einem am Herzen liegen und die einem nicht unbedingt angeboten werden. Fragen, Anmerkungen, Kritik. Einen wunderbaren Applaus für den wunderbaren Schauspieler Elias Mbarek. Marie Hörbiger. Wunderbare Sibel Kek. Ich bedanke mich bei allen recht herzlich.